Grüß dich Gott, liebe Freunde und Gleichgesinnte. Hier ist Vyacheslav Sewald mit einer wichtigen Ankündigung. Denn erst gestern habe ich auch erfahren von Eduard, in slawischen Kreisen bekannt als Wladimir, dass in Russland ein wichtiges Ritual morgen stattfindet. Und zwar morgen am 7.2.2021, unserer Zeit von 10 bis 12 Uhr. Findet in ganz Russland und außerhalb von Russlands eigentlich, auf der ganzen Welt, dort, wo Menschen mit einer geistigen Ausrichtung leben und nicht einfach passiv zuschauen wollen, dass die neue Zeit kommt, sondern ihren aktiven Beitrag leisten wollen, dass das Licht die Dunkelheit auch verdrängt. Denn wir leben nun mal auch in sehr ernsten Zeiten. Und darüber auch wird morgen ein Ritual stattfinden. Und ich bitte euch alle, jetzt auch Eduard sagt jetzt auch was dazu, und ich bitte euch alle auch mitzumachen und dieses Video auch flächendeckend auch dann zu verbreiten, damit mehr Menschen, die im Herzen fühlen, dass es auch eine wichtige und bedeutende Sache auch morgen stattfindet, dass die auch davon erfahren und auch mitmachen. Eduard, ja. Ja, danke, dass du mich vorgestellt hast. Ja, es ist Folgendes. Gestern Morgen habe ich vom meinem slawischen Kreis habe ich den einen Aufruf bekommen. Und zwar geht es dieser Aufruf von einem Volk, die auch jetzt in Russland lebt, und die heißen Osseten. Sie nennen sich Alanen oder Asseten. Ja, die sind ein Teil vom Assen, die bestimmt schon sehr viel von den, also hier in Deutschland schon wissen, wer das ist. Also die Assen sind Bewahrer von dem Feuer. Also das ist ein Volk, der schon Feuer und geistiger Teil des verschiedenen Völker hält. Und es geht es um Folgendes, dass ein geistiger Teil, die Alagaten von diesem Volk Alanen, und heißt es Alan Mamiev, ein Politolog, hat diesen Aufruf gemacht. Er wurde von einiger geistiger Kraft sozusagen aufgefordert, diesen Aufruf zu machen. Und es geht es um Folgendes. Alanen oder Assen, die sind wirklich also Bewahrer von seine alte Tradition. Also, und die bewahren diese alte Tradition, obwohl die schon seit mehr als 1000 Jahren christianisiert wurden. Und die geben diese Tradition und diesen Aufruf weiter an den russischen Volk, an den deutschsprachigen Völker, das unterstützen bei diesem Ritual. Und zwar, es geht es um Ritual, Feuer anzuzünden. Morgen in eine heilige Platz würden die eine Feuer anzünden. Und diese Volk, Alanen, die sind Bewahrer von diesem Feuer. Und es wird es zehn Menschen, es ist egal eigentlich, ob das Frau oder Männer sind, die wirklich vom Geist geführt sind. Und die werden diese Feuer anzünden, damit es das 1000 Alanen erwachen, sich von dem tiefen Schlaf, die schon tausende Jahre dauert. Und damit dann auch diese tausende Alanen, also hunderttausende Russen aufwachen von diesem Schlaf. Also die schlafen wie die Bären, also vom wirklich also in tiefen Winter. Und jetzt ist es gerade Winterzeit, ja, und wird es circa 6 bis 7 Wochen, also bis diese Tagewende, Tag und Nacht gleiche. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dann auch morgen oder bis zum 10. Februar diese Feuer anmachen. Und es wird es dann Folgendes, dass die dann während der Anzündung von diesen Feuer und diese Feuer auf der Erde, das wird es so eine Teil des Feuer, die in geistigen Welt auch passiert, damit es das auch geistige und ehrliche Welt sich miteinander verbindet. Und damit werden auch die alle Völker, die miteinander brüderliche Völker,
wurden von dieser geistigen Welt, die wurden dann auch erwachen. Was muss man da machen? Es geht es um ganz einfache Sache. Sie sehen, was da die Situation jetzt in der ganzen Welt ist, es ganz ernst. Ja? Die würden auch entweder diese dunklen Mächte würden die gesamte Völker in der Welt, die würden dann entweder vernichten oder versklaven. Ja, und das sind jetzt gerade Zeit, dass wir dann auch aufwachen. Alle, die erstmal die geistliche Teil der Bevölkerung, die wirklich also vom Geist geführt sind, die dann auch die Kräfte von Wurzeln in sich haben, die wirklich also mit den Wurzeln des Volkes verbunden sind, dass die morgen ab 10 bis 12 oder 14 Uhr, also unsere deutsche Zeit, dass sie dann vorher anzünden. Und zwar, was machen wir dann auch bei dieser Anzündung? Vom Herz zum Herz, vom Geist zum Geist. Also wir fragen und sagen, gib bitte die größte Schöpfer, gib die geistige Welt, gib uns Recht. Gib uns und wir beanspruchen das Recht auf den Sieg. Sieg, dass die helle Kräfte, die dunkle Kräfte besiegen. Ja, und diese Kraft des Geistes, es geht dann in Teil des Volkes, die dann auch in sich mit dem Geist des Volkes verbunden ist. Also ein geistiger Teil des Volkes. Also, und jetzt beziehe ich mich auf den deutschen Volk und alle auf deutschsprachige Länder. Ja, und möge das dieser Geist also in uns zum Leben erwachen und zum Leben führen. Das ist der Aufruf vom Alanen an den russischen, slawischen Volk und auch an deutschen Volk, die da wir wirklich also brüderliche Völker sind. Ja, in ganz alten Zeiten, aber wir sind ganz eng miteinander verbunden. Das ist ein Aufruf und die wirklich jetzt beansprucht sich fühlen, machen Sie es bitte. Es ist ganz ernst und das ist ganz wichtig, nicht nur für Sie, die dann auch große Verantwortung tragen würden, sondern auch, das ist wichtig für den deutschen Volk oder alle deutschsprachigen Völker. Danke. Danke, Eduard. Und von meiner Seite möchte ich nochmal auch allen auch dazu Folgendes sagen. Diejenigen, die im Herzen fühlen, dass sie nicht einfach passive Zuschauer sein wollen, sondern auch wirklich aktive Schöpfer sein wollen, damit erstens ihr Vaterland souverän wird und damit auch das goldene Zeitalter auch auf der Erde auch beginnt, damit die lichtvollen Kräfte endlich die Macht hier auch auf der Erde übernehmen, denn für die ist auch jetzt die Zeit gekommen. Wer im Inneren auch dann fühlt, dass er bereit ist, auch als Vermittler Gottes und der Ahnen hier auch sich einzusetzen, damit die Situation zum Positiven verändern, möge bitte auch für sich sagen, ja, dass er das Recht beansprucht, das Recht auf den Sieg. Ja. Der Sieg steht uns zu und wir leisten unseren Beitrag, damit auch wir den Sieg davontragen. Und danke euch allen, die jetzt auch dann mitmachen. Auch wenn das klingen mag, was ist das? Wir sagen jetzt uns im Inneren und stehen noch dazu. Doch diejenigen, die mitmachen, auch für auf euch kommt auch eine wichtige Zeit. Und zwar nicht mehr die Zeit des passiven Zuschauens, sondern die Zeit auch des aktiven Handelns gemeinsam mit uns. Und auch von meiner Seite rufe ich alle Menschen, die mit uns auch im Geiste verbunden sind, lasst uns gemeinsam morgen unseren Sieg bejahen, das Recht auf unseren Sieg auch bejahen und sagen, ja, wir beanspruchen und das Recht auf den Sieg und wir sind die Sieger. In diesem Sinne, danke allen, die mitmachen. Zusammen sind wir kräftig, also, und beziehen unsere Kraft des Sieges. Und noch stärker. Und bitte verteilst auch dann dieses Video weiter, damit möglichst viele Menschen davon auch erfahren. Danke, Eduard. Danke auch allen geistigen Kräften, die uns morgen noch dann unterstützen dabei.
Slava. Slava.